es muss nicht gleich immer ein großer Rennstall sein oder Riesenunternehmen, die hinter so einem Gestüt stehen. Es geht auch anders, wie der Fall des Galoppsportclubs Niedersachsen zeigt. Bei mir ist hier der Trainer Toni Potters. Vielleicht erklären Sie einmal ganz kurz dieses Modell dieses Galoppclubs. Es ist entstanden durch meinen früheren Chef, den Herrn Jürgensen. Und der hat nachgedacht und sagt, er könnte doch mal einen gründen, und das ist halt der Galoppclub Niedersachsen. Ein Pferd zeichnet diesen Club aus, den Galoppclub. Das ist Foolproof, ein 5-jähriger Hengst. Recht erfolgreich gelaufen diese Saison? Sehr erfolgreich. Wir haben 6-mal gestartet und waren 3-mal Sieger und 3-mal Zweiter. Und seit diesem Jahr gibt es diesen Galoppclub auch. Mit einem Pferd fängt man an und Besitzer sind 8 bis 10, 7 bis 8? Zwischen 8 und 10 Leute und sind alle sehr glücklich. Ist normal bei dem Erfolg. Ich hoffe, dass da was nachkommt. Andreas Helfenbein wird ihn reiten, ein gestandener Superjockey. Wie sehen die Chancen heute aus? Ja, wir hoffen, dass wir wieder im Endkampf sind. So wird es sein. Wir gucken auf dieses Rennen, wie sich Foolproof vom Galoppclub Niedersachsen heute schlagen wird. Für die vorderen Plätze hat es für Foolproof heute leider nicht gereicht. Wenn Sie aber mehr über dieses interessante Modell erfahren wollen, dann besuchen Sie doch die Internetseite galopp-club-niedersachsen.de. Da erfahren Sie alles, wie man sich an diesem Rennpferd beteiligen kann. Wie es sich für so ein modernes Rennpferd gehört, hat Foolproof heute auch seine eigene Facebook-Seite. Da können Sie dann mal schauen, was dieser Hengst so erlebt in Wildeshausen in seiner Heimat.